So. Jetzt platziere dich bitte hier wieder hin. Wer hat das getan? Was ist geschehen? Platziere dich. Ich guck auch gern weg. Das ist doch... Okay, das Game ist verglitscht. Ich hoffe mal, das Phänomen tritt nicht auch bei diesen Dingen auf. Das wird ziemlich schlecht. Ich bin kein Assassin, ich sehe nur so aus. Lass mich in Ruhe. Kein Schwein da, jetzt stehen wieder 6. Einer sagt was, ich will mal 1006 auf den Wänden. Nichts spüren im Zorn Gottes, stirb. Alle sterben, alle. Und du besonders, weil du sie berufen hast. Sterbt alle. Tschüss. Wie war das? Die da unterhalten sich, genau. Wir hören zu. Es wird immer schlimmer. Seine Furcht kennt keine Grenzen. Er hat die Wachen verdoppelt. Niemand schläft mehr. Bis er den Hafen zu seinem Heim machte, war es nicht so schlimm. Er plant etwas auf See. Deshalb kam er hierher. Doch was? Er ist ein toter Mann! Was hat das zu bedeuten? Ihr beiden dort in der Ecke! Flüsternd und intrigierend! Nichts derartiges. Wir haben nur... Nur was? Was habt ihr zu verbergen? Aber ihr irrt! Verfluchte Assassinen! Gewiss sind sie jetzt in der Nähe und beobachten uns! Findet ihr das amüsant? Tatsächlich! Nun lacht, solange ihr könnt! Verdoppelt die Wachen! Welche? Na alle! Wir haben nicht genug Männer! Findet welche! Ruft unsere Krieger vom Felde zurück, wenn es sein muss! Einmal schon habt ihr ihn verloren! Oh Gott! Was ist das für ein Freak? Okay, Sigrun versteckt sich im Hafen. Oh Gott, ich hasse es. Ich eskortiere den Informanten. Das hört sich nicht so schwer an. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. Und da vorne ist er. Ihr, ja ihr. Ich erkenne diese Robe. Hütet eure Klinge, ich verrate euch nicht. Ich brauche eure Hilfe. Ich traf einen Mann, der mir nun nach dem Leben trachtet. Die Umstände sind nicht wichtig. Wisset nur, dass er es verdient hat. Bringt mich sicher zum Stadttor und ich werde euch belohnen. Okay. Okay. Ach, stirbt alle selbst. Ihr werdet alle sterben. Haltet sie auf! Der hat voll Angst. Okay, sehr weit scheint er nicht zu brauchen. Warum steckt ihr das nicht weg? Oder muss ich es euch abnehmen? Hier endet dein Leben. Stirb, stirb, stirb.
Ihr sollt sterben. Er hört mich nicht. Jetzt ist mir auch klar, warum so viele Leute hier sind. Der hat ja gerade gesagt, es gibt mehr Wachen. Weil er ja so viel Schiss ist. Weil er ja kleine Eier hat. So zu faul selbst zu kämpfen, also das ist wirklich ein kleiner... Er wird bestimmt wiederkommen. Was läuft der sich für Wege? Geh hier hin. Okay, wir sprechen. Exzellent. Nun sollte ich sicher sein. Ach ja, die Belohnung, die ich versprach. Hier ist sie. Diese Karte hat mir stets gute Dienste erwiesen. Ich hoffe, dass sie euch auch nützen kann. Okay, wir haben seine Karte bekommen. Ich schätze mal, da ist irgendwas Interessantes drin. Und weil ich Attentate und so hasse, renne ich nochmal bis nach hinten. Da muss ich sowieso fast hin. Ich meine, das ist das Assassinenbüro und dann... Wir nehmen sowieso das Dach. Also was geht. Finde ich am bequemsten. Am schnellsten. Lauf. Ach, hört auf, mich alle anzugucken. Ich weiß, dass ich schön bin. Mal gucken die einen an. Tschö. Schon an ihm vorbeigelaufen, der hat das gar nicht gepeilt. Ich bin schon voll an ihm vorbei. Das war doch... Warum tut er das? Das war doch einfach cool. Nein, nein, ich will wieder hoch. Ich liebe mein Dach. Meine Dächer sind cool. Und lauf. Lauf, du Sau. Hier dürft ihr euch nicht aufhalten. Und zwar lauf schneller. Da ist er. Ich hörte, ihr erkundigt euch nach Siebrand. Karam hat etwas herausgefunden, das euch bestimmt interessiert. Ihr solltet ihn suchen, wenn ihr es haben wollt. Okay, wo ist er? In die Richtung. Na, das ist ja gut zu wissen. Das ist ja gar nicht so weit weg. Oh. Dahin sollst du. Er wird sich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Oh Gott. Mann, ist die Steuerung. Das ist der einzige Abfuck an diesem Spiel, die Steuerung. Alter, die ist echt, die kann man einfach nur... Steuerung, die kannst du in die Tonne schmeißen. Egal ob PlayStation, PC. Ich habe auch andere Leute gefragt, die haben auch gesagt, auf PlayStation ist die Steuerung so matschig. Hoch auf Dach. Sag mal bitte nicht, er ist auf der anderen Seite. Ah, da ist er. Friede sei mit euch, Bruder. Ich habe überall nach euch gesucht. Ich habe diesen Brief gestohlen. Lest ihn. Hoffentlich nützt er euch. Okay. Wir haben die... Gedächtnisabschnitt 5. Attentat. Erinnerung jetzt freigeschaltet. Also wir können jetzt Attentat durchführen. Also absolut. Ich verhaspel mich immer. Das ist doch irgendwie doof. Doof, aber auch einzigartig. Tschö, ich lauf nochmal an dir vorbei. Und dich schmeiß ich fast von dir. Deswegen magst du mich nicht mehr, nur weil ich dich angewandelt habe.
Bring euch zur Strecke! Bringst mich Scheiß. Damit kommt ihr nicht davon! Und wir warten. Ja, er ist gestorben. Wie blöd muss man sein, der ist vom Dach gehüpft. Wie doof springt der vom Dach. Da vorne ist er. Der. Ja. Eingang. Seid gegrüßt, alter Ihr. Was gibt's? Al-Mualem nannte einen weiteren Namen. Dieser lautet Siebrand. Ich kenne den Mann. Er ist der neue Magister des Deutschen Ordens, residiert im venezianischen Viertel und ist der Hafenmeister von Akkon. Ja, das habe ich bereits herausgefunden. Und mehr. Fort. Siebrand soll von Sorgen zerfressen sein. Sein bevorstehender Tod treibt ihn zur Raserei. Er hat den Hafenbezirk abgeriegelt und verbirgt sich dort, wartet auf die Ankunft seines Schiffes. Das macht die Sache gefährlicher. Ich frage mich, wie er von eurer Mission erfahren hat. Die Männer, die ich tötete, stehen alle in Verbindung. Al-Mualem warnte mich, dass die Kunde meiner Taten sich ausbreiten würde. Seid auf der Hut, Altair. Ja, komm, zücke deine Feder. Altair. Ja, Rafik. Ich muss mich wohl entschuldigen. Wofür? Dass ich euch nicht gänzlich vertraut habe. Nein, es war mein Fehler. Ich stellte mich selbst über unser Glaubensbekenntnis. Ihr schuldet mir nichts. Wie ihr wünscht, mein Freund. Okay, wir kriegen unsere Feder. Nehmen die Feder. Geht doch. Und... Wir spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Haben uns jetzt, hoffe ich, neue Messer geholt. Siebrand wird sich auf seinem Schiff zurückziehen. Das ist der Zeitpunkt für den Anschlag. Toll. Und das Ziel. Ich habe sogar 10 neue Messer. Ha, ich liebe dieses Game. Und eine deutsche Flagge. Ja, damit. Ich liebe Deutschlandflaggen. So ist diese alten. Die sehen gar nicht so beschissen aus wie die neuen mit den 3 Streifen. Ich kann das einfach nicht ab. Jetzt hüpft dahin. Meine Güte, hängt der da rum? Was macht er einen auf? Ja, ich weiß schon, was ich machen soll. Aber ich meine, man hätte noch den Typen verprügeln können. Verprügeln können. Bürger, hört mich an! Mein Freund. Habt ihr das gesehen? Hier rauf. Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Es gibt noch mehr. Viel mehr. Was tut dieser Tölpel? Wäre es nicht lustig, wenn er dich verletzen würde? Ich habe viele Dinge. Sehr viele. Zu viele Dinge. Hoch. Wann wird er nur mit diesem Unsinn aufhören? Ich meine sogar, ich weiß, was jetzt passiert. Ich glaube, der tötet den armen Mönchen. Mönchen, ja, Mönch. Der wird jetzt, glaube ich, ja, der arme Kerl. Aber hört gut zu. Ihr irrt euch, Meister Siebrand. Ich könnte doch keinem Menschen Gewalt antun und erst recht nicht euch. Das sagt ihr. Und doch ist niemand bereit, für euch zu sprechen.
Was soll ich bloß davon halten? Ich führe ein einfaches Leben, mein Herr, wie alle, die dieses Gewand tragen. Wir sind nicht darauf aus, Aufmerksamkeit zu erregen. Mag sein. Es mag aber auch sein, dass niemand euch kennt, weil ihr kein Mann Gottes seid, sondern ein Assassine! Niemals. Ihr tragt dieselben Kleider. Wenn sie sich so kleiden wie wir, dann nur, um Angst und Unsicherheit zu verbreiten. Fallt nicht drauf rein! Nennt ihr mich einen Feigling? Bezweifelt ihr mein Urteil? Oder hofft ihr, vielleicht meine eigenen Männer gegen mich aufzurühren? Nein, nein, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, mein Herr. Ich hab nichts Böses getan.